Die Wahl zur Volkskammer hätte ja eigentlich schon unmittelbar nach Gründung der DDR, also ein Jahr früher, 1949, stattfinden müssen. Und zwar nach den Bestimmungen der ersten DDR-Verfassung, die in enger Anlehnung an die Weimarer Reichsverfassung die Wahlen nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts vorsah. Also so wie wir das auch kennen, dass eine Vielzahl von oder Mehrzahl von Parteien konkurriert und je nach den Stimmenanteilen dann die Sitze im Parlament verteilt werden. So hatten auch die ersten Landtagswahlen in den ersten Nachkriegsjahren in der sowjetischen Besatzungszone stattgefunden, mit keinem sehr guten Ergebnis für die SED. Und deshalb wollte sie sozusagen einen neuen schlechtes Ergebnis vermeiden und machte eine Propaganda für eine Einheitsliste. Das heißt, dass vorher festgelegt wurde, bestimmte Anteile für die Parteien und gesellschaftlichen Organisationen im Parlament, ohne dass die Verfassung geändert wurde. Das war ein eklatanter Verfassungsbruch. Und dagegen hat sich sowohl innerhalb der DDR als auch außerhalb Widerstand geregt. Und mit den oppositionellen Studenten, mit denen ich bekannt war und zusammengewirkt habe, haben wir beschlossen, uns an diesen Protestaktionen mit Flugblättern zu beteiligen.